Einen wunderschönen guten Vormittag zusammen und herzlich willkommen zur 162. Folge von Let's Play OMSI 2 Omnibus Simulator mit mir, eurem Julian Rieser. Wir sind zurück von der Themenwoche Alheim Version 3.1.1. Wir fahren jetzt die erste Nachtbuslinie. Und zwar fahren wir die Linie NE1. Sie führt uns von Osterfeldmarkt nach Granburg Mitte. Fahrt dauert ungefähr 30 Minuten. Unser Fahrzeug ist der Mercedes-Benz O530 Solo Dreitürer aus dem Palma de Mallorca Add-on. In der deutschen, wir fahren die deutsche Version im Bogestra Repaint. Restwetter Stuttgart, wir fahren jetzt auch direkt los. Ich wünsche euch allen viel Spaß bei der Fahrt und gute Unterhaltung. Servus Fahrgäste, ich begrüße Sie alle ganz herzlich auf der Linie NE1. Sie führen uns von Osterfeldmarkt nach Kranenburg Mitte. Mein Name ist Jürgen Rieser, ich bin heute Ihr Busfahrer und werde Sie sicher und safe durch das nächtliche Alheim begleiten. Falls Sie Fragen und Anregungen haben, können Sie gerne zu mir nach vorne kommen, deswegen stehe ich Ihnen als Busfahrer jederzeit zur Verfügung. Aber bitte nerven Sie mich nicht mit unnötigen Fragen. Dankeschön. Meine sehr verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe Ihnen allen, euch allen da draußen geht's gut. Mir geht's auch dementsprechend gut. Abschluss. Kann mich nicht beklagen. Also alles im grünen Bereich. Und nach dieser Folge muss ich nur noch 3 Touren fahren. Und dann habe ich alle Linien von der Karte geschafft. Lindemannstraße. Osterfelder Straße. Ja, um zu machen, Leute, mal ihn.
Immer Fernlicht an. Auch niemand. Baldoria Straße. Nachts wandert nie fast niemand mit Fahren. Oh, wir haben eine Minute Verfrühung. Spulen wir mal die Zeit vor. Würden Sie die Temperatur bitte etwas hochregeln? Habe ich den Leading angemacht? Verheizung müsste anzeigen. Ich habe mir einfach alles an. Heizung müsste jetzt laufen, der Herr. Ah, es wird wärmer. Hallo, der. Einmal bitte. Einmal. Bitte schön. Universität.
Und ich weiß selber, dass der Bus einen komischen Sound hat. Aber wenn es dazu halt kein Soundpack oder fast keine Soundpacks gibt, dann kann ich auch nichts tun. Ich bin da halt kein Moin. So guter Modder. Ach nee, jetzt bitte nicht nochmal eine Lordinger E um sie. Alles gut. Ach gut, ich sehe es weg. Das Schnaufen eines Citarus. Hallo. Hallo. Ach, in der Mitte Pflege. Thank you.
Guten Tag. Guten Tag. Ein Tagesticket für Erwachsene. Hallo. Sehr schön. Ja, es sind drei Typen. Nee, zwei. Ich fahre mal als nächstes die Tour. Ich weiß auch nicht, warum die Kollegen nichts schildern können. Weil Omsi dann nicht die Hamburger Hochdatei gibt. Statt die von Arnheim. Was zum Teufel? Ich habe jetzt 4 Minuten Verspätung? Krass. 4 Minuten Pause. Vorspulen. Rein möchte niemand. Dann fahren wir weiter. Keiner mit, keiner rein, keiner raus, weiter geht's. Leipziger Straße, islamisches Gemeindezentrum. Grüne Welle für mich. Ich bin ehrlich gesagt seit langer Zeit keine Nachtbusse mehr gefahren. Aber Nachtbus zu fahren ist echt schön chillig, weil nachts nie so viel los ist als tagsüber. Also da, wo es auf den Karten Nachtbusse gibt. Oder manchen gibt es ja gar keine. Da ist auch niemand, auch Durchfahrt. Hallo der.
Achso, da ist rot. Ich bin auch schon sehr gespannt, wo mich die anderen drei Nachtbuslinien hinführen, und vielleicht mache ich heute Nachmittag einen Livestream, aber mal schauen, wie ich da Lust und Laune habe, aber das tue ich noch vorzeitig auf meinen Social Media Plattformen ankündigen. Aber lasst euch da einfach überraschen.
Hallo. Sahnenburg Mitte, Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. So, meine Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Dabeisein. Wenn euch diese Nachtbuslinie-Folge gefallen hat, würde ich mir sehr gerne über ein Like und ein kostenloses Abo von euch freuen. Schaut auch gerne überall auf meinen Social-Media-Plattformen vorbei, ich bin überall vertreten. Schaut auch gerne auf meinem Community-Discord-Server vorbei, die Links findet ihr in meiner Kanalinfo. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund, baut kein Mist und bis zum nächsten Mal. Euer Julian Rieser. Und Mel, nein, ich fahre nicht schlecht, das ist das Getriebe. Fragen wir uns jetzt hier hin. Ah, eine 1 hier. So, und das war unser Bus, unser Mercedes-Benz O530. Dreitürer Solo-Bus im Orchestra-Repaint aus dem Palma de Mallorca Add-on. Also, macht's gut, bleibt gesund, baut kein Mist, bis zum nächsten Mal. Und tschüss!